Also als Basistherapie versteht man Pflegeprodukte, die keine Wirkstoffe enthalten. Und bei der Psoriasis kann man hier Lösungen verwenden oder Lotionen, auch Cremes oder Salben. Und sie unterscheiden sich immer durch ihren Fett- und Wasseranteil. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass eben die Basispflege bei der Psoriasis jetzt nicht so einen Stellenwert hat wie bei der Neurodermitis, also bei der atopischen Dermatitis, aber sie ist natürlich auch wichtig. Bei der Auswahl der Basisprodukte sollte man eben diese an die Jahreszeit anpassen. Das heißt, im Sommer verwendet man eher Cremes oder Lotionen, sie haben einen höheren Wassergehalt. Und im Winter, da braucht die Haut mehr Fett, dann kann man Salben eben verwenden. Es gibt sogar Fettsalben. Bei Waschlotionen sollte man darauf achten, dass sie eher seifenfrei sind, also Sündets. Auch wichtig ist, auf Duftstoffe und Konservierungsstoffe zu verzichten, um hier eine mögliche Allergieentwicklung zu verhindern. Eine topische Therapie ist eine Therapie, die einen medizinischen Wirkstoff enthält und an die Haut aufgebracht wird. Und das können Lösungen sein, das können Lotionen sein, Cremen, Salben oder Fettsalben oder auch Shampoos. Topische Therapie wird vor allem bei Patienten mit einem milderen Verlauf eingesetzt und wenn weniger Körperoberfläche betroffen ist. Aber die topische Therapie kann auch zusätzlich sozusagen als Add-on mit einer systemischen Therapie zusammen eben kombiniert werden, wenn mit dieser Therapie eben keine komplette Erscheinungsfreiheit zu erzielen ist. Also im Allgemeinen sind die topischen Therapien sehr gut verträglich, die wir in der Psoriasis verwenden, aber es kann anfänglich trotzdem zu Brennen oder Juckreiz kommen, eventuell auch zu einer Rötung. Und es ist hier das auch gleich mit dem Arzt zu besprechen und muss hier auch auf Unverträglichkeiten achten. Bei der topischen Therapie ist es wichtig, dass Sie den Anweisungen Ihres Arztes folgen, das heißt, wie oft die Therapie verwendet wird und wie lange.